Das ist ein kurzes Update zu meinem Anycubic Cobra S1. Ihr wisst ja, Druckplatte zerstört. Jetzt habe ich mir ein neues Hotend bestellt, in der Hoffnung, dass das besser funktioniert. Ihr seht schon, das neue Hotend hat oben dieses Keramikröhrchen nicht mehr drin. Ich hoffe, dass damit das Problem beseitigt ist. Das neue Hotend ist von AliExpress. Ich packe euch den Link zum Produkt unten in die Videobeschreibung. Ihr seht, das neue Hotend hat eine Hartmetallspitze. So, ganz wichtig, zuerst den Hebel nach oben schieben, hinten den Stecker natürlich abziehen, das alte Hotend da unten rausziehen, Vorsicht mit den Kabeln, die sind da hinten nochmal festgeklipst, und wenn man die dann da herausgefummelt hat, kann man das Hotend einfach rausziehen. Das neue Hotend wird am gleichen Weg von unten hineingesteckt, die Kabel hinten wieder mit dem Clip sichern, und dann ist es ganz wichtig, dass man bei der Installation das Hotend wirklich fest nach oben drückt, dass es wirklich ganz oben ist, festhält oben und den kleinen Hebel dann nach unten drücken und schauen, ob alles fest sitzt. Schaut gut aus. Noch einmal der Blick von unten, damit ihr auch wirklich seht, wie das installiert ist. Nach dem Wechsel muss man im Menü noch in dem Fall die Nozzle umstellen. Wir haben hier eine 0,4 mm Hartmetallspitze, und nach dem Ändern im Menü verlangt der Drucker automatisch einen Neustart und eine neue Kalibrierung. Die machen wir dann noch gleich. Das dauert ungefähr 10 Minuten. Da wird der Temperatursensor eingeregelt und noch einmal eine Vibrationskompensation gemacht und das ganze Programm eben einmal durchlaufen lassen. Zum Schluss ein Bed Leveling, und danach sollte eigentlich alles wieder passen.